Willkommen zurück bei 20 Minutes Till Dawn. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Charakter ich jetzt nehmen würde für eine der neuen Waffen. Ich würde einfach mal Shana nehmen, einfach wegen dem Rerollen und ja, unlocken die. Wir haben ein Schwert und Salvo-Messer, aber ich bin interessiert an der Bewässerungspistole. Wir machen natürlich in Dunkelheit 15 im Wald. Ist ja klar. Ach du heilige Scheiße. Macht die Waffe auch so Schaden? Naja. Das ist weird. Auto-Aim greift natürlich dann die Sachen so an. Was machst du sonst so, wenn ich... Bewegungsgeschwindigkeit, Feuerrate... Ne, ich gebe auf Waffenschaden. Ich bin normal eine Person, die mit Auto-Aiming spielt. Okay, weil ich... meistens mich hier so ein bisschen umgucke. Ja, sonst schnellere Nachladegeschwindigkeit finde ich gerade super hierfür. Okay. Das ist sehr interessant. Die Waffe hat zwar wenig Reichweite, aber sie kann sonst auch Schaden machen, also so ist es nicht. Lassen wir sie mal ein bisschen näher kommen. Oh mein Gott, da explodiert gleich was in meinem... auf meiner Rückseite. Das ist ganz unterhaltsam. Also das ist sehr interessant. Weil ich jetzt aber überlege, dass wir das dreimal wahrscheinlich machen müssen hier. Mit den verschiedenen Upgrades. Seelenschild will ich. Ich habe das Gefühl, viele Leben sind hier wichtig. Weil ich mit sowas nicht gut umgehen kann. Bin nicht gemacht für sowas. Machen wir mal ganz kurz Auto-Aiming. So, jetzt kann ich übernehmen. Ah, und da ist schon mein Schild weg. Ich weiß halt nicht, wie das... Oh ja, hier. Drache. Was noch? Wie sich das halt auswirkt später auf Bossfights oder so. Jetzt hauen wir da sogar... Wir sollen ja eine bestimmte Anzahl an Wasser da reinhauen, bevor es richtig seine Sporen halt rausballert. Jetzt haben wir sogar zweimal. Jetzt hauen wir da ja viel mehr Wasser rein, weil wir ja diese zwei Schüsse haben. Oh mein Gott, ich glaube, einfrieren wäre super. Macht der Orbital an sich Damage? No! Macht er nicht. Das habe ich den Orbital halt als Waffe benutzt. Blitz. Ich will mich hier auf jeden Fall noch auf andere Sachen fokussieren. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich rein hier auf die Sporen konzentriere, bin ich tot. Weil das nicht mein Spielziel ist. Und dann mache ich mir lieber noch einen Backup-Plan, während ich trotzdem versuche, mit den Sporen zu arbeiten. Weil ich habe seit einer ganzen Weile keine Runs mehr verloren. Und das soll so bleiben. So, mehr Money. Wenn wir Glück haben, müssen wir nicht so häufig nachladen, können also unsere Sporenpflanze viel mehr beballern. Ja, ich kann nicht gezielt darauf ballern, doch kann ich. Verbessert den Effekt der nächsten Verbesserung dreimal. Au.
Das ist nicht schlecht. Das ist 30 mehr, aber das will ich nicht. Ah, alles scheiße. Drei Geisterfreunde oder 9 Shards? Nimm 3 Geisterfreunde. And now we need life. Ich hätte vielleicht doch die Drachenangriffsspeed nehmen sollen. Dann hätte der pro Minute, was waren das? Keine Ahnung, wie viel das pro Minute wären. Ich glaube, das hier ist nicht schlecht. Dann schießen wir wenigstens noch ein bisschen in die andere Richtung mit. Achso, da ist noch Auto in mir ran. Ich muss jetzt auf die Spornblume wieder ein bisschen konzentrieren. Wir brauchen Leben. Ich habe das Gefühl, wir brauchen echt viel Leben. Also ich sehe das Gewehrfeuer als relativ strong, aber ich nehme mal lieber ja, das Nachladen. Sieht aus, als ob die Sporen halt random fliegen und nicht auf die Gegner gezielt drauf. Das ist halt auch so ein kritischer Faktor. Wenn die gezielt auf die Gegner fliegen, wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber hey, immer haben wir 3 Geisterfreunde. Super, das ist super, das ist super. Magazin ist auch super. Wir nehmen die Eisscherben, weil Frost ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und da ist unser Drachenbaby. Das Eis supportet uns. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, ist das schwer damit. Versuchen wir es nochmal. Ich weiß nicht, also ich empfinde die als sehr schwer, die Waffe. Der Doppelschuss ist schon mal nicht schlecht. Muss ich sagen. Also da habe ich schon gemerkt, mit dem Doppelschuss kriegen wir immer 2 Bewässerungspartikel direkt rein. Das ist schon mal schneller. Vielleicht würde sogar die Gewehrsalve helfen. Boah, das beim Boss war gerade schwer. Ich brauche Support-Sachen für die Offensive. Ich brauche ganz dringend. Gehen wir auf den Drachen. Eigentlich habe ich mal vor einer ganzen Weile gesagt, der Drache ist eine Enttäuschung mittlerweile. Die Reichweite ist halt lächerlich, sonst könnte man mit der Wasserpistole wirklich was machen. Doppelschuss. Ich glaube, der Schrufflint hat mehr Reichweite als das Baby hier. Wir haben den Drachen halt relativ early bekommen, da werde ich nicht nein sagen.
wir jetzt noch unsere Live hochboosten können. Wir nehmen den Frostmagier. Wenn wir jetzt nicht so viel Damage vorab bekommen, haben wir vielleicht eine Chance. Alter! Das meine ich. Ich mag dieses Spiel am liebsten halt, wenn man selber nicht zielen muss, sondern einfach nur sich aufs Movement konzentriert und auf die Sachen, die man auswählt. Und Lebenspunkte plus 1. Ich nehme lieber den Schild. Aber hier muss ich ja selber zielen, weil wenn ich das nicht mache, dann konzentriert sich mein Charakter nur auf die Gegner. Und zu wenig auf die Sporen. Und das hier ist ja... Wisst ihr was? Sense. Hat den gleichen Damage wie die Sporen. Die Sense. Das heißt, das sollte mir jetzt ein bisschen aushelfen. So, da oben muss ich dann schießen. Keine Ahnung, ich verliere das Teil auch irgendwie ein bisschen aus den Augen. So, Gesundheit. Also der erste Zwischenboss, der ging ja noch. Also der Elite-Gegner. Aber ich weiß echt noch nicht, wie wir den Boss schaffen sollen. Hier, Raserei, Angriffsgeschwindigkeit. Oh, da, wenn wir davon reden. Wobei, der hat mich ja auch schon berührt. Beim letzten Run. Okay, dreifache Verbesserung. Merken wir uns. ...60 Nachladegeschwindigkeit. Da ist er. Nehmen wir das. Okay, Sense geht crazy ab. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Wenn die so dermaßen abgeht. Jetzt warten wir noch auf unseren Baby Dragon. Der geht auch gut ab dadurch. So. Alter Drache. Wir schaden alle 60 Sekunden. Also. Pro Minute mit DPS raushauen. Das nehmen wir jetzt erstmal mit. Ich weiß, dass der Boss jetzt demnächst kommen müsste. Ich bin mir noch nicht ansatzweise ready dafür. Wir haben zwar a little bit more life, aber ich habe auch so viel Schaden schon wieder bekommen, das war auch unnötig. So. Wirbelsturm einfach. Wir brauchen jetzt gerade tatsächlich ein bisschen Support. Wir haben nicht viel Damage. Ich hätte rerollen können. Das vergesse ich manchmal. Shana, du hast ja Reroll. Es wäre nicht verkehrt, auf noch mehr Beschwörungssachen jetzt zu gehen mit den dreifachen Beschwörungsangriffsgeschwindigkeit und dem Branddamage. Da ist ein Herz. Wunderbar, wir sind full life. Die Eisschatz, damit wir mehr einfrieren. Oh nein, oh mein Gott, ich habe gerade die Maus, die Tastatur losgelassen.
Oh, wir haben den Dashen am Boss. Wunderbar, das ist das Schwerste, finde ich. Useless. Der gesamte Schaden wird durch Boni auf deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Habe ich nicht viel. Elementschaden. Davon haben wir viel. Ja gut. Mit der Bewegungsgeschwindigkeit ist super heiliges Schild. Ja, Elektromagier. Dann. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht verkehrt. Vor allem, wenn wir vielleicht dazu kommen, dass wir unendlich Muni haben. Ich weiß, dann kriegen wir unseren Sturm nicht mehr raus. Aber wir können durchgehend versuchen, auf die Pflanze zu ballern. Jetzt müssen auch gleich die ersten Fernies kommen. Oh Gott, da kommen sie. Okay, Dragon, helf mir. Fächerfeuer ist nicht schlecht. In jede Richtung so ein bisschen Wasser abfeuern. Trifft auch ein bisschen die Blume. Trifft unsere nahegelegenen Gegner. Hey, ich meine, es gibt... Kann ich nach hinten schießen, das habe ich nicht vergessen. Manchmal muss ich auch einfach auf die Gegner ballern, habe ich das Gefühl. Ich würde gerne wieder 6 Speere haben. Auge des Sturms fand ich immer super. War es das, was ich dachte? Ja. Um uns herum sind immer Sachen. Dann machen wir einfach eine windige Angelegenheit heute. Ha! Das war schlecht. Okay, wir haben bald die 20 erreicht. Mal sehen, was... Oh mein Gott, zwei Nahkampf-Fernkämpfies. Geschossen, was wir da kriegen. Finally, Frostbeul. Frostbeulen sind super stark. Wait, dieser Kraft, ich hab nicht genau hingeguckt, wie weit wir von der 20 entfernt sind. Wir sind gerade mal bei 17? Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären bei 18 oder 19, ich hab nicht ganz genau geguckt, scheinbar. Schnellere Hände können wir jetzt ruhig nehmen. Hat aber ja doch ganz gut mit der Spornblume geklappt gegen den Boss. Das hier wird auch wieder kein No-Hit-Run. Die Challenge werde ich hier mit auch nicht fertig kriegen. Na gut, Challenges sind mir eigentlich auch, also Achievements sind mir auch relativ egal. Hauptsache, ich habe hier Spaß. Diese Waffe ist aber alles andere als spaßig, die ist stressig. Angriffsgeschwindigkeit, let's go! Das Auge ist doch noch da. Oh mein Gott. Mach mal das Auge da oben weg. Au. Die kommen ein bisschen nah, die Gegner. Die Sporen machen mittlerweile auch nicht mehr so viel Damage. Können wir die aufboosten? Ist das Beschwörung, oder? Worunter fallen die Sporen? Okay. Jetstream, Powerspray, magischer Spray. Jetstream. Feuerrad plus 20 erhöht die Reichweite ihrer Kugeln. Powerspray. Der Schaden von Spornblumen wird durch Boni auf Geschossschaden erhöht. Wow, davon haben wir gar nichts. Magischer Spray. Die Spornblume löst bei einem Treffer Effekte aus. Nehmen wir den magischen Spray. Bam. Auch mit dem kleinen Magierhut, das ist ja cute. Auf der Waffe. Noch mehr Angriffsgeschwindigkeit für unsere Follower, wollte ich gerade sagen, Begleiter. Beschwörungen. Wir gönnen uns bei der magischen Blume immer schön weiter den Damage drauf. Bei der Spornblume. Endlich mal nach hinten ballern.
Oh, Splitter. Ja. Das ist ja auch noch gut. Konzentrieren wir uns halt einfach auf Massendamage durch Vernichtung. Jetzt noch zerschmettern oder so für Frost. Why not? Wir haben zwar erst die Hälfte rum. Warte. So schnell kommt die Spornblume gefühlt nicht hinterher. Doch. Wunderbar, laufen wir hier einfach so ein bisschen rum, sammeln die Erfahrung ein, versuchen die Blume anzuschießen, während ich mich mit meinen Augen über den Bildschirm schweife, wo ich langlaufe und dann einfach die Blume nicht mehr sehe. Zwei mehr Maximum SCP. Wann kam der nächste Boss? Bei Minute 8? Also der Elite-Gegner. Der letzte Boss kommt immer bei Minute 5, aber jetzt haben wir ja noch einen Boss bei Sekunde 1. Wenn der immer kommt. Was auch nur so eine einmalige Sache, bis man ihn besiegt hat, keine Ahnung. Das sieht fucking gut aus. Also dagegen kann ich nichts sagen. Es läuft solide. Aber ich habe das Gefühl, wir können nicht stehen bleiben. Beim anderen Run konnten wir ein bisschen stehen bleiben. Einfach nur ballern mit der Pistole. Oh nein, der Boss ist dort. Der Gegner ist dort. Hier ist es halt Zufall, wo die Sporen hinballern. Wall. Waffenbeherrschung nehmen wir. Auch wenn wir nicht wirklich die Waffe benutzen. Falls wir mal müssen. So wie jetzt hier so bababam, bababam, bababam. Ist das in Ordnung? Autsch. Ist eigentlich der Boss frei, ich mich gerade, ich sehe ihn nicht mehr. Ah, da ist er. Oder war er? Hat aber lange gedauert, das heißt, der nächste Boss wird ewig dauern. Und der nächste Boss ist der, welcher mich unter Weißglut treibt. Also der dashende Boss ist der, der mich am meisten gekillt hat. Aber der nächste Boss ist der, der mich häufig schon unter Stress gesetzt hat durch seine Laserstrahlen in die Fernkämpfer und alles drum und dran. Wir versuchen den Heiligen Schein wieder zusammenzubasteln. Why not? Wenn wir schon Shana spielen, dann können wir auch versuchen, einen Heiligen Schein zu kriegen. Wenn ich sonst keinen im Leben haben kann, nämlich den hier. Also wenn wir darauf gehen, dass die Sporen, oh mein Gott, mit Schussdamage skalieren, jetzt weiß ich das ja, dass wir darauf gehen könnten, auf Schussdamage. Also Waffenschaden. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Also wie lange wir das so aushalten können, ich habe das Gefühl, durch die Sense kommen sie nicht an uns ran. Wiederum die XP.
würde ich mir jetzt gerne mal krallen. Wehrfeuer. Oh, wir können sogar alle vier direkt da reinballern. Okay. Mit dem Gewehrfeuer werden wir jetzt aber hier selber einmal im Kreis laufen und die ganze Erfahrung sammeln. Das Gewehrfeuer ist für die Pflanze gar nicht mal schlecht. Ah, nehmen wir den Käfer. Jetzt können wir nämlich vier Schüsse der Wasserpistole direkt da reinballern. Ich habe keinen grünen Daumen, aber wenn wir so viel Wasser in eine Pflanze reinhauen, mehr als da eigentlich vielleicht rein sollte, sind wir echt tot. Nur meine nicht professionelle Input. Wird aber natürlich auch kein Experte. Kann auch sein, dass die Pflanze sich dann so denkt, richtig heftig Sporen verteilen. Aua, holy. No. Let's do that. Oh mein Gott! Die Arena ist mir ein bisschen zu schmal für dich. Was für eine Feuerrate! Oh mein Gott! Ich bin gestresst! Ja, friss Wasserpistole! Wie fühlt sich das an? Ah, wusste ich doch. Sauber sein ist nicht so deins. Der ist auch neu. Oder? Der ist neu. Nehmen wir das. Einfach nur, weil wir eh nicht auf Waffenschaden gehen. Ich sehe gar nichts mehr. Wir kommen einfach nur noch Blitze runter. Oh, Drachenbindung, wunderbar. Oh, da ist sogar der letzte Elite-Gegner. Alter, was war das gerade für ein Stress? Meister, wunderbar. Wollen wir uns noch, was wir da kriegen? 20% XP. Ja, wunderbar. Viel zu late. Der Run ist gegessen. Der Run ist durch. Da bringt mir die XP jetzt auch nichts mehr. Wir könnten den Heiligenschein versuchen, nochmal zu machen. Und da liegt er. Ja, wow. Und jetzt stehen wir jetzt hier noch 2 Minuten. 3 Minuten. Begießende Sporenpflanze oder was? Aber ich werde jetzt nicht meine Leben opfern. Vielleicht ist nämlich noch ein Boss dort. Und wenn der Boss nochmal kommt, es ist besser, wenn wir nicht low life gehen. Wir aber kurz noch ein bisschen XP einsammeln. Das lohnt sich nicht mehr. Größere Schüsse.
Mit noch größeren Schüssen kann ich auf jeden Fall weniger verfehlen. Oh ja, hier. Then the man. Erhöhen wir mal unseren Waffenschaden. Alter, guckt euch das an, wie Wahnsinn das ist mit den ganzen Blitzen. Zerschmettern, natürlich. Gute Frage. Wir könnten eigentlich neu auswürfeln. Reichweite und Sicht. Och, nehmen wir das einfach. Bleiben wir auf hier stehen. Oh mein Gott, Fernkämpfer. Aber die leben nicht mehr, oder? Doch, das sind neue. Also die leben nicht lange durch die Blitze. Aber die kommen schnell wieder. Oh mein Gott, geht weg. Lass mich einfach in Ruhe. Mit dem Fluch für die sind wir noch nicht. Nehmen wir das einfach. Das ist so einfach. Sage ich jetzt, wenn ich am Anfang Probleme hatte. Ich habe schon ewig nicht mehr in Stufe Dunkelheit 15 vermasselt. Und dann nehme ich diese neue Waffe, die sich weird spielt. Passiert direkt. So, jetzt bitte einen weiteren Boss. Lass mich einfach diese Dunkelheit hier die Nacht beenden. Oh, Schaden nehmen wir mit. Naja, werden wir gleich sehen, in wenigen Sekunden. Nein, es ist wieder da. Es sind zwei? Zwei? Es war noch beim letzten Mal nur einer, oder? What? What? Zwei? Warum zwei? What? Das Gute ist, die gesamten Blitze gehen auf die beiden. Aber... einer ist down. Watering Gun Mastery habe ich gerade bekommen. Als Erfolg. Warum zwei? War doch nicht beim ersten Mal zwei, oder? Okay, damit haben wir aber die Watering Gun auch einmal durch. Da sind ja noch zwei andere Varianten, worauf ich mich absolut nicht freue.